Servus Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video, meine Damen und Herren. Und zwar gibt es heute das erste Mal auf meinem Kanal ein Food-Tour-Video. Und zwar bin ich mit Erminios am Start, meinem Bruder. Auf jeden Fall, Leute, wir gehen jetzt zu drei meiner und auch eher mit Lieblingsspots so. Ihr werdet aber, also wir machen heute so einen Spot, dann morgen den anderen Spot. Deshalb wundert euch dann nicht wegen Outfit. Kurzer Outfit-Check. Jeden Tag Stress, wie du siehst. Jeden Tag Stress, wie du siehst. Respekt bis zum Ziel. Oder okay, das war jetzt ein bisschen zu viel. Auf jeden Fall, Leute, lasst ein Like, Abo da. Vielen, vielen Dank für die 100k. Sehr, sehr cool von euch. Vielen, vielen Dank. Ich kriege jetzt bald Playboy-Button. Bald Playboy-Button. Lasst Support da, Liebe da. Und wir gehen jetzt zum ersten Spot. Und zwar ist das Ferrad-Döner. Die lila Scheine habe ich mich verliebt. So, Leute, wir sind hier im 10. Bezirk bei Ferrad-Döner. Das ist der schönste Bezirk. Zehnter Bezirk, da ist Ferrad-Döner, links jetzt runter. Da kann man ihn auch schon sehen. Da kann man ihn sehen, Ferrad-Döner. Zehnter Bezirk, auch die Heimat von der Viola aus. Hier ist immer auch sehr, boah, hier ist sehr viel los immer. Immer Multikulti. Ja, sehr, sehr viel los. Da siehst du, hier siehst du alles. In Österreich, hier ist alles. Oder die Wiener, das Video gerade guckt, die wissen Bescheid. Ja, das wird genannt Istanbul. So, Leute, wir sind jetzt hier vor Ferrad-Döner. So wird das Fleisch hier gemacht. Also, man sieht, Schlange ist immer krank, Bruder. Es Schlange. Gibt 120 Gramm Fleisch. 180 und 240. Ja, dazu kommen wir gleich. Ich nehme immer Dürüm mit 280. So, wir sind jetzt hier wird Fleisch gemacht. Schön. Diese Fleisch. Oder es ist ca. 18 Grad hier. No cap, no rap cap. Ich nehme auf jeden Fall 120er, 65. Ich nehme Basic. Ich nehme 180 Dürüm. So mit Soße und Salat. Okay. Basic. Mach du Dürüm-Test, ich mach Döner. So. Leute, ich habe doch diese 180 genommen. 180 um 18. Oh, jetzt bin ich gespannt. Womit nimmst du? Ich nehme weiße Soße, Salat und scharfe Pulver. Eigentlich kann man sogar ohne Soße. Ja. Dürüm mag ich Soße. Wegen Zwiebeln nicht da. Also Zwiebeln mit Chai. Ja, das war später Date, oder? Ja, deswegen. Ich hab so Hunger, boah, ich hab so Bock. Salat, Soße und Rotkraut. Und Salz bitte auch. Aber bitte beide Salat, Zwiebel, Soße und scharfe Pulver noch. Für Nabi, Teschküller. Gleiches. So, Leute, so sieht das Prachtstück jetzt aus. Ui. Sehr, sehr clean. Sehr, sehr clean, Bro. Fehlt noch ein Gönnergy dazu. So sieht das Prachtstück aus. Schön mit einem Ulu Dagasos, Afiet Olsun Nabi und ein Ayran. Und jetzt gönnen wir uns. Oh, Leute, ich sage euch ehrlich, ich habe schon abgebissen, Bruder. Ferrad-Döner ist wirklich, Mashallah, Abi. Wirklich Chokgesell. Top. Ich empfehle auch, mit mehr Fleisch zu nehmen, also das mittlere, weil man hat wirklich mehr davon. Ich aus eigener Erfahrung, wo ich letztens auch mit Umut da war, haben wir auch mittlere genommen. Wir haben ein Feedback zu Dürüm. Super. Ich liebe dieses Brot von Dürüm. Sie machen das auch selber. Echt gut. So, Yamin, dein Feedback jetzt zu unserem Ferrad-Döni. Ich sag, Dürüm-Brot ist super. Allgemein Brot ist dort sehr gut. Fleisch ist auch wirklich, wirklich gut. Sehr intensives Fleisch. Soße. Okay. Rotkraut hätte ich nicht nehmen sollen. Okay. Das hat nicht gepasst. Ich sag auch, also bei Ferrad ist es ein bisschen weniger mehr. Ich finde, so, damit Fleisch mehr zu Geld bekommt. Fleisch. Am besten wäre Teller. Nächstes Mal versuche ich Teller mit Fleisch und Soße nur. Und ja. Extra. Ja. Ich glaube, das wäre am besten. Ja. Von mir ist so knackige 9 von 10. Ja. Okay, GG's. So, Leute, also ich stimme Ermin auf jeden Fall zu. Ich sag auch, ein bisschen weniger ist mehr. Aber ich gebe auch 9 von 10. Und ja, Ferrad-Döner auf die 1 in Wien. Jeden Tag Stress, wie du siehst. So, Leute, wir haben jetzt den nächsten Tag. Und zwar befinden wir uns gerade auf dem Weg zum Burgerladen. Der heißt Hotline Burger. Oder Hotline Burger, ne? Hotline 5 heißt der. Okay. So, Leute, der Burgerladen heißt auf jeden Fall Hotline 5. Er ist hier gerade vorne in der Gasse Castelligasse. So. Castelligasse. 5. Bezirk, ja. Wir gehen jetzt dahin, essen jetzt schön ein Burgi, Cheeseburger und ja,
Das ist das neue Outfit, weil nächster Tag. So, wir sitzen jetzt hier, Bres. Man kann hier schön draußen sitzen. Herkule. Nein, nicht ein Herkule. Das ist ja verlaufen. So, wir sitzen hier draußen. Das ist die Speisekarte. Und zwar diese Lokere, nehme ich mal Cheeseburger mit Pommes auf Lok. Cheeseburger mit Käse. Ja, Ermin übertreibt der immer. Schmilzt so über ja. Burger. Ja, du Mastschwein. Aber auf jeden Fall, das ist mit mein Favorite Burger hier. Also, no cap. Es gibt halt Burgerista hier, Burgerista und Le Burger. Das sind so bei uns so, es gibt so wie Ketten. Five Guys gibt's. Ja, so Franchise-Ding ist das, ne? So. Also es gibt viele Ketten davon. Five Guys kostet 70 Euro ein Burger. Ja, aber der Burgerland ist wirklich Geheimtipp-Top. Elden, du kommst immer her mit. Ja, mit. Bro, du musst nicht. Ey, Bro. Ah, Bro. Ey, Bro. Hab zu viele, Bro. Mit welcher, Bruder? Mit jeder. Mann, Bro, zu viele, Mann. Melon Limonade 0,5 Liter. Limonade. Ja, du nimmst Erdbeerminz. Ich nehme immer Melon, weil ich bin wie eine Wassermelone, so süß. Eieieiei. Ich habe meinen Saft schon ausgetrunken. Also wirklich, das sieht crazy aus, Bruder. Immer wieder hier. Geht's? Ja. Du bist so vermastet, Erwin. Du bist so vermastet. Und jetzt wird schön reingemastet. Affe durchs Nehmen. Liebe Hochzeit. Wenn die Kamera kommt, man ist so. Affe durchs und Bräuer. Schaut doch, wie knusprig dieses Fleisch ist. Das ist einfach das Fleisch. Echt. Mashallah, Bruderherz. So, Jungs, ich sage euch, also Burger wirklich top, top, top. Ich bin schon am komplett vermassten Ermin auch. Wir reden gar nicht, wir sind nur am Essen. Ich habe einen Geheimtipp. Burger, Burgi in die Hälfte schneiden, dass man zwei Hälften hat. Weil dann ist es so, es schmeckt dann besser, trust. Trust schmeckt besser. Okay, Leute, wir haben fertig gemastet. Also, Bruder, ich bin so voll. Es war zu krass. Ich habe nicht mal mehr gefilmt gehabt, weil ich nur am vermasten war. Ich hab sogar die Erdbeeren aus dem. Ja, ich hab ganze Ding umgekippt, rausgegessen. Und ja, auf jeden Fall Baba Burger. Food, du bist ein Blogger. Ich bin. Du bist YouTuber. Ja, normal, Bruder. Ich bin K. Playboy. YouTuber. Playboy Buff. Kann ich. Playboy Buff. Sorry. Ja. Du bist Rizzler. Rizzler. Rizzler Rados, Bro. Birdie, 9 von 10. Also, Bruder, wirklich 9 von 10 für mich. 8 von 10. Käsesoße. Wir übertreiben doch mit Käse. Bruder, ist ein bisschen zu viel. Ja. Ernst. Ich muss Balli aufs Klo, weißt du? Ja. Es ist gut, aber man muss urschnell essen, weil solange die Käsesoße noch heiß ist. Ja, man muss so schnell. Man muss richtig schnell essen und ich bin nicht so der Schnellste. Ja, auf jeden Fall, Leute, ja, das war Fazit zum Burger. Und ja, top, top Burger. Eins auf Zimmer! Mit eurer Freundin geht einfach und ja, Hotspots in Wien. Jetzt gehen wir zur letzten Location. Eis aus dem Garda, niemals funktioniert. Ja, Eisgeschäft. Also es ist bei uns, es gibt zwei Eissalons. Die Top 2, die sind Top 2. Aber ich finde den Tick besser. Ich denkt euch jetzt wieder, wieso haben die wieder ein anderes Outfit an? Und zwar ist es doch was dazwischen gekommen und wir haben jetzt den dritten Tag. Also an drei verschiedenen Tagen machen wir das. Und wir haben uns jetzt fresh angezogen. Outfit. Danke, Bro. Auf jeden Fall essen wir jetzt hier gegenüber Eis. Zeige ich euch gleich. Und zwar ist das ein Eissalon, der Garda heißt. Eis aus dem Garda. Und Zanoni, ja, Zanoni Garda. Und das ist bei uns Top 2 Eis mit Tichy. Graf Kamara sagt Eis aus dem Garda. Ja, da gehen wir jetzt essen. Und das heißt bei uns Eissalon so. Also nicht Friseursalon, Eissalon. Man kann drin schön sitzen, sein Eiscoop essen und ja. Da gehen wir jetzt rein, zeige ich euch. Und ich würde sagen, let's go. I don't talk too much. Wir sitzen jetzt drinnen, man kann auch draußen sitzen. So ein bisschen classic, dieser alte Wien-Style. Das ist classic. Ermin, wie nennt man das? Komm, dieses Style so. Antik. Oh mein Gott. Was heißt Antik? Alt. Was heißt Renaissance? Zerfall. Nein, Wiedergeburt der Antike. So, ich zeige euch mal die Karte, Leute. Hier, so diese Kuchen und so, habe ich noch nie genommen. Ich nehme immer nur meinen Erdbeerkuchen. Das ist mein Favorite. Hier, Erdbeerbecher. Sehr, sehr lecker. Aber ihr seht doch, was alles gibt. Es gibt zudem hier Himbeerbecher, alles. Diese Lokere. Letztens habe ich Orange Cup genommen, war auch gut. Und Ermin hat was Spezielles. Also ich nehme immer so einen Erdbeerbecher. Ermin hat was Spezielles mit Crepe genommen. Crepes mit Nutella? Ja. Okay.
Ja. Hasen-Zitrone-Eis? Ja. Also eine Kugel Hasen, eine Kugel Zitrone und frische Erdbeeren dazu. Ist süß, oder? Ja. Süß. Und hier ist geisteskrank Nutella-Kugel. So, also mein Erdbeerbecher ist gekommen, glaube ich, in 2 Minuten, ja? 3 Minuten. Er hat auf dich gewartet. 57 kostet der Mann, ne? Und das nehme ich hier immer. Das ist mein Main-Ding hier. Mashallah, Bruder. Also das nenne ich mal Hayat, Bruder. Erdbeerbecher, Delay spielt den Geburtstag. Ich sag 6-1 Delay, ich halte das jetzt hier fest. Ja, du? 12-0. Okay, Bruder, mach 14. Ja, 12-0. Ich sag 6-1. Sie werden nicht aufhören, deswegen. Ermin gönnt jetzt sein Crepe bei uns. Das sind Palatschinken bei uns, ja. Wir nennen das Palatschinken. Kann sein 80k Kalorien. Du Mastschwein. Yeah. So Leute, wir haben fertig gemastet. Es war richtig voll, deshalb es war mir auch leicht unangenehm zu filmen und ich mache das auch zum ersten Mal, so ein Food-Video. Aber wir haben fertig gemastet und wirklich top, Bruder. Für mich, meiner Meinung nach, immer dieser Erdbeerkub mit Getränk für einen lockeren 10er, Bruder, 100% 10 von 10, meiner Meinung nach. Ich stehe immer hier mit Chayas. Bro, erzähl das nicht. Auf jeden Fall, ja Leute, weiter geht's. Ristos Rodos. Das war's mit Eis. Ermins Crepe hat auch, glaube ich, geschmeckt. 8,5 von 10. Also wirklich Garda und Tichy. Vielleicht kommt im nächsten Video Tichy, aber das sind unsere zwei besten Eisgeschäfte. Und ja, das waren jetzt die drei Foodspots. So Leute, das war's auf jeden Fall mit diesem Video. Und ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, lasst ein Like da. Abo da. Ja, schreibt gerne in die Kommentare, was ich besser machen kann, weil das war das erste Mal, dass ich so ein Food-Tour-Video mache von so drei meiner Lieblingsspots halt. Und schreibt rein noch wegen Part 2, falls ihr das noch sehen wollt. Und ja, wir sehen uns, euer Ristos Rodos. Schaltet ein auf Twitch, ich bin aktuell guter RP-Streamer aktiv. Elos-RP. Schaltet da ein und ja, da seht ihr Rodos vollster Ausprägung. Mit Toni Kroos, Bandi, Jello und ja.